Hat Shane, fange ich an. Ihr habt mich ja gerade angerufen, da bequatschen wir drüber. Hi, Marlena. Ich bin am wichtigsten, ihr Loser. Ab, bis du wieder im Krankenhaus landest. Es könnte sein, dass ich vielleicht eine neue Idee habe. Ein neues Motto für den kommenden Sonntag. Wobei der Sonntag ein bisschen schwer wird, aber ich habe eine perfekte Idee. Wir werden unterwegs sein. Du, ich, Ryan, Tony, Peach und Sari. Ja, wir werden sogar eine französische Detektivin haben. Wir werden Fälle lösen. Wir werden jeden umgekippten Becher auflösen. Wir werden Regenschirm, die einsam in der Ecke sitzen, retten. Und wir werden Fälle lösen, die gar keine Fälle sind. Wir werden sie trotzdem lösen. Okay. Okay. Ja. Am besten dabei sein. Okay. Hinten auf dem Parkplatz. Warte mal. Ist der Typ schon da? Nee. Sind wir nicht. Wo hinten? Ich bin auch hinten. Jetzt bin ich vorgerannt. Hallo. Hallo. Ach so. Was ist das denn? Nix. Ja, ja. Was ist das denn? Warst du jagen? Ja, ja. Hey, was ist denn das für eine Stimme, Hollo? Der wird mir ja ganz anders. Ja. Oh. Ja. Ich darf nur nicht. Oh Gott. Der weiß, Quick. Ach so. Ja. Nee, der braucht gleich einen Streckenwagen. Ich glaube, ich bin tot, ich sehe nichts. Schönen guten Tag, das ist ja jetzt unangenehm. Hier ist die Polizei. Ich sehe den nicht, ich glaube, ich bin tot. Können Sie, packen Sie mal ins Handschuhfach und holen Sie mal Ihren Flugschein bitte raus. Der Sheriff in meinem Büro, was will er hier? Flugmodus wieder raus. Ja. Was hat er angestellt? Braucht er nochmal eine von mir? Nix. Oh Mann. Ah, gut, dass du auch da bist. Denkst auch nur so, oh nee, ein Sheriff, gleich wegboxen. Hallo, lassen Sie das Geländer mal in Ruhe, das hat Ihnen nichts getan. Ja, Sie haben gesagt, an die Seite treten. Ja, das Rechtsradfahren haben Sie ja auch sehr wörtlich genommen. Sehen wir anständig aus? Haben Sie vielleicht mal einen Dollar für mich? Wofür brauchen Sie den, Sir? Ich wollte mir einen Einkaufswagen hier im Beauty Store holen. Und was haben Sie mit dem Einkaufswagen vor? Meinen Einkauf nach draußen bringen. Ich habe das ganze Band vollgelegt. Ach so. Aber Sie kommen doch gerade da von der Gruppe von Leuten, oder? Die haben ja keinen Dollar mehr? Davon hat keinen Dollar. Ah. Ja, aber ich hab's leider nur in Scheinen. Ich hab leider keine Quarter. Alles 94 ist Code 2, Richtung Kelly-Verwahrstelle mit dem Kelly. Dann danke trotzdem. Kein Problem. Wünsche ich einen schönen Abend, ja? Vielen Dank, Sie haben als Generaltest sehr gut bestanden. Dann kann ich jetzt offiziell wunderschön in UC gehen. Dankeschön. Du legst dir dann auf jedes Auge ein. Da hoffe ich schon, dass das der unweigerlich mitbekommen. Wie das gerade aussah. Du kommst vom rechten Bild ran. Ich habe ein Problem. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Ich komme nicht mehr raus. Ich weiß nicht, wie ich das... Nein, das ist nicht... Jetzt ist es noch schlimmer geworden. Okay, Boss. Oh, die bremsen! Nein! Hallo, 82 von der Leitstelle. Scheiß Lauf auf der Straße. Fahren Sie einmal 1035 hier von der Straße. Du bist durch. Pass auf, das ist frisch gewischt.
voll auf den PDA gefallen. Gut, zur Info. Ein Revolver, ein OB ist gerade bei. Beim Bau. Fucking beim hell! Bauzentrum, beim Fachverkäufer ist gerade eine schwarze Revolver in den Übergang abgeholt. Schwarze Revolver unten auf den Schienen im Untergrund. Schwarze Revolver produziert, dann bewegt sich gerade den Tunnel Richtung Norden. Ich hatte vielleicht zu kurz die Illusion, dass das Auto da drüben an der Tankstelle so 2 Zentimeter vor der Zapfsäule stehen geblieben ist. Unangenehm. Könnt ihr abziehen. Petro. Ja, warum fährst du recht? Ja, die Lage am 10.30. wäre jetzt soweit alles gut. Da ist nur jemand umgekippt, die sind sehr kooperativ. Eins zu null für den richtigen Piraten. Soll ich pfeifen, dass jeder Weg geht da hinten? Oh, das passt. Ach, das habe ich letztens auch mal überlegt. Keine schlechte Idee. Sie. Wir reiten nach Blackwater und da geht's uns dann gut. Weil da können wir Geld verdienen, wenn die Miss Fox kochen tut. Und wenn wir dann gehen nach Blackwater rein, dann finden wir vielleicht auch ein altes Schwein. Lauf schneller, du Pferd, weil je schneller es geht, desto schneller sind wir da und du musst in den Pause auf den Wiese. Wo den Gras ist und dann kannst du den Gras essen und dann bist du ein dicke Pferd, vielleicht bist du dann ein Nilpferd. Alter, was ein Drift! Holy shit! Hier draußen ist es überhaupt nicht so angenehm. Kannst du schneller fahren? Pack ihn wieder ein! Du sollst deinen Finger nochmal in den Mund stecken. Ich muss nochmal abtesten, okay. Welche besser war. Ja. Okay. Ja, ja. Danke. Okay. Ja. Okay, ja, stopp. Gott, wie lach mal jetzt aber. Und? Bist du hastig? Mit beim ersten Treffen. Also, ganz ehrlich, ich mag Frauen. Was? Ich kann doch gerne Mann sein. Alles das nur dafür? Kann ich mir. Schönen Tag noch, dankeschön. Linke Seite war einer hinterm Fenster. Rechte Seite habe ich jetzt noch nicht gesehen. Also bis zum Sender, ich wollte frei sein hinten. Aua! Au! Ja, die ging direkt in den Oberschenkel. Ja, Oberschenkel. Wirp ihn einmal raus. Wie heißt der neue Pferd da vorne? Hat keinen Namen. Paul? Paul? Ja. Okay. So. Hast du es gesehen? Hast du es gesehen? Das war schneller als ein Schatten, verrückt. Ja. Du kannst ja reimen viel besser als wie. Ich kann reimen, aber nicht singen. Deswegen werd ich den Pinsel schwingen. Und ich schreibe einen Text mit einer Frau im Bett. Und sie leckt voller Blei. Deswegen gab es auch Geschrei. Befriedigt hab ich sie niemals. Denn es juckte in ihrem Hals. Oh la la, oh la la. Oh la la.
Ja, Vater, ich mach rüber, das braucht keiner mehr. Habt ihr ein Ziel? Oder ein irgendwas, wo ihr möchtet? Nah an Valentine, reite mal nach Valentine. Einen Moment, ich würde gerne nach vorne gucken. Mir wird schlecht, wenn ich so sitze. Ah, okay. Von dem Beruhren, spitzer Baum, nimm den Vogel mit. Aua. Dios mio. Was ist jetzt los? Ja. Oh, ay Dios mio, was ist? No, stößt du dir ab? Bist du sehr ab? Ach du Scheiße. Ay Dios mio, was ist hier los? No, ich bin abgeschnitten. Schneid den mit Messer hier. Scheiße. Ich kann immer noch fliegen. Was passiert? Ich hab das Gefühl, mich hat ein Pferd getroffen. Alter, was machst du da? Oh nein, ich verliere auch nicht mehr. Bis ich dahin Andere Seite Wiese. Oh! Ja, jetzt. Ne. Sein wie Magician, jetzt du doch nicht mehr wissen. Nein. Mach ihn wie Kugel und jetzt nicht mehr wissen. Sollen wir einfach alle drei aneinander binden? Fliegen jede Ballon. Oh Gott! Nein, Vorsicht, mach in Kette. Hell. See. Nee. Kaum Nebel. Aber voll und gut jetzt, ja. Fühlt sich besser an, ne? Ein bisschen schon, sie. Ja, man sieht, dass du dich gut fühlst, so wie du abdancest. Ich? Nee, Sulu. Sein Heiß muss ein Feuer tun. Muss er mal keine Vorabkühlung. Wegen Cooldown, wisst ihr? Wenn ich jetzt ein Banjo hätte, hä? Ja, holen. Ja, spielen. Habe Tasche Banjo verlegt. No. Ila, ist alles gut? Hilfst du ihm, oder? Ja, ich helfe ihm. Oh, warte, ich bin ein bisschen verstimmt, seh. Die Pfeife mit Iloni. Nein, ich meine da, wo die Prostituierten sind. Und sie wäscht einen Schnippel, denn sie ist eine Prostituierte. Und sie macht es so gern. Sauber sein liegt ihr fern. Weil sie hat schmutzige Gedanken, die bringen mich in Wanken. Und nicht nur schmutzige Gedanken. Nein, auch ganz viele Kranke. Notlandung! Ja, klar, auf Wasser. Jetzt merken wir es, mein Tensum. Nikita wollte von der Nein! Du!
Das ist schon der zweite Mal, wo der gefickt ist von dem Ballon. Ja, die großen Männer haben die meisten Probleme. Ja, ja. Aber jetzt kommen viele Mann, die wollen passen auf heiße Luft. Eli? Ja? Bist du geflogen? Ich bin nur hier reingeflogen. Vorher ist... Ja, wieso? Mach dir mal $10 fürs falsche Parken. Bitte? Ich höre gerade so schlecht. Das ist so laut. Das ist so laut. Zeig uns doch. Keine Kollektion. Das ist magisch. Dieser Ballon ist halt sehr gut. $10 ist für falsche Parken. Tschüss. Ja, weg. Du kannst so mit dem mit dem Lasten noch mitziehen. Dann werfen ein paar Pennies runter. Wieder los. Ja. Wir gehen wieder runter. sehen viele Bäume. Oh, Koffi. Was denn? Okay. Bisschen weg von den Baum. Bisschen weg vom Baum. Oh, ich hab eine Idee. Vielleicht ist das Landen gar nicht so schlau. Ja, aber kann auch nicht fliegen so. No, der kann ja nicht steuern. Baum, Baum, ja, Baum, Baum, Baum. Kann nicht steuern. Der ist hier. No, no, no. Aber wir haben noch Seile. Wir haben noch Seile. Zulu? Zulu? No. Zulu. Okay. Oh no. Jetzt müssen wir es schaffen. Lass mich los. Nimm ihn auf deine Schiene, alle. Da ist ein Lebewesen, ein Krokodil. Warte, der Kopf ist doch schon weg, jetzt reicht doch. Ja, aber Identität. Setz ihm deine Sonnenbrille auf. Ah, komm schon. Ich aber der ist leicht zu tragen. Oh, Captain, möchten Sie sich vielleicht hinten hinsetzen? James zum PD. Ja, für Balance sehr wohl, Sir. Aber so ein Riesengeldbündel? Alles 90. Ach, wenn Sie wissen, was in meinen anderen Hosen drin ist. Ja, aber irgendwo eine Peitsche. Gehen Sie mal einen Ausweis, bitte. Eine Peitsche? Jo. Willst du mal anfassen? Nee, danke. Bitte schön. Hört Sie? Der Kollege mal mit die Peitsche. Sir, wenn ich fragen darf, was ist Ihre sexuelle Orientierung? Ich bin homosexuell. Von Leitsch. Nochmal den Namen ich. Aha. So, Herr Sergei Ivanov. Wenn es noch was gibt, dann sagen Sie es mir. Erst Gott, verarschen Sie mich nicht. Ich verarsche Sie nicht. Was ist denn in den Zellen passiert? Selber Tag, wo Sie da einem 981, weil er gegen Gitterstäbe geschlagen hat. Mit einem Schlagstock verprügeln. Ja. Halbe Wahrheit. Mich wie anscheinend jeder Vorfall bei Ihnen gerade, oder wie? Nein, ich habe zu allen Sachen was gesagt. Aber wenn... Er boxt sich als erstes rein. Den Automaten reparieren können. Herr Officer, ich habe gerade $9,000 verdient und muss jetzt $5,000 zahlen. Wodurch haben Sie denn $9,000 verdient? Muss ich das jetzt wirklich erläutern? Es gibt Menschen, die stellen sich auf den Straßenrand, okay, halten reich. Die Hand hoch. Reich. Mehr will ich gar nicht wissen. Sind Sie wenigstens satt geworden? Ich wünsche mir es. Oh! Fuck! Oh nein!